Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Am zweiten Advent habe ich bei mir zu Hause einen kleinen Adventspotluck veranstaltet und dazu liebe Freunde eingeladen. Potluck kommt aus dem Amerikanischen und heißt so viel wie Topfglück und bedeutet, dass jeder Gast etwas zum Buffet beiträgt. Ich habe einen rohköstlichen Adventspotluck veranstaltet, also hat jeder Gast etwas Rohköstliches zubereitet und mitgebracht. Viele von euch kennen sicherlich das ein oder andere Rohkost-Potluck-Video, was ich in den letzten Jahren hochgeladen habe. Seit Frühjahr 2015 gibt es jeden Monat hier im Leipziger Süden ein Rohkost-Treffen für interessierte Menschen, die sich für die Rohkosternährung interessieren oder für die vegane Ernährung und generell sich gern mit Gleichgesinnten austauschen möchten. In diesem Jahr habe ich nur an zwei Terminen teilgenommen, ich glaube im April und September. Ich meine, ich habe auch an beiden Terminen ein Video gedreht und hochgeladen. Ich werde auf alle Fälle eines der Videos hochladen. Wer noch nie etwas von einem Rohkost-Potluck gehört hat, der kann gerne in dieses Video mal reinschauen und das Flair einfach in sich aufnehmen. Im heutigen Video möchte ich euch einen Einblick geben, welche Rohköstlichkeiten bei uns auf dem Tischlein Decktisch standen. Was mir aber auch immer wichtig ist zu betonen, das Essen führt uns zwar zusammen, aber das Schönste daran ist wirklich die Gemeinschaft, die Verbundenheit und auch die Gespräche. Mir ist nach diesem Adventspotluck nochmal bewusst geworden, dass alle Menschen, die mit mir hier diesen Tag verbracht haben, das sind alles Menschen, die mich entweder über meine YouTube-Videos kannten und zum Potluck gekommen sind oder die ich auf dem Potluck kennengelernt habe. Also es ist niemand aus meinem alten Leben, das sind alles Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe und die mir sehr ans Herz gewachsen sind und es ist einfach eine schöne Gemeinschaft entstanden. Was ich auch schön finde, ich habe auch Menschen angezogen, mit denen ich mich wirklich über verschiedene Themen austauschen kann. Ich bin sehr vielseitig interessiert, also Ernährung ist nur so ein kleiner Teil, der mich interessiert. Es gibt so vielfältige, spannende Themen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Menschen gefunden habe, mit denen ich wirklich auch mich freigeistig über Dinge austauschen kann. Das schätze ich wirklich sehr. Jetzt bekommt ihr einen rohköstlichen Einblick in unseren Adventspotluck. Los geht's! Das ist hier der herzhafte Tisch und wir fangen gleich hier vorne an. Was ist denn das, lieber Joachim? Zwiebel, Paprika, Tomaten, Mark, Mais. dann habe ich noch gemahlen Mandeln, Datteln, Walnuss und Gewürze. Und das war's. Okay, klingt auf alle Fälle interessant. Ja. Bin ich gespannt. Es schmeckt ja leicht süßlich, hast du gesagt, ne? Ja, aber auch, wie gesagt, ach ja, und scharf habe ich noch dran, Chili, genau. Chili, okay. Dann haben wir hier Gurken. Was ist das hier für ein Sack? Die Gurken gehören zu dem Avocado-Tomatensalat. Und da ist die müssen dann da reingemixt werden. Ich wollte jetzt nicht, dass die so viel Wasser ziehen. Ah, okay. Genau. Und daneben, das mit dem, nee, das? Ja, das ist ein Brokkoli-Salat. Mit so einem Paprika und Apfel. Ja. Okay, hier ist irgendwas mit drin. Ja, mein Möhrensalat mit violetten Möhren. Kleine Farbtupfer sind die hellen Möhren und ist wieder mit Hagebuttenpulver und Apfelmus aus Äpfeln aus dem Garten. Und leicht weihnachtlich gewürzt. Ah, mit? Kokoswasser ist noch mit. Das ist ein bisschen, ja, Zimt, was halt so. Mhm. Ja. Okay, hier sind noch ein paar Cracker, Paprika und Lauch, so mit Leinsamen, angekannten Sonnenblumenkernen. Hier sind Grünkohlchips mit einer Soße aus so Paprika, Hanfsamen. Und Sojasauce, Knoblauch, Hefeflocken. Wem sind denn die Cracker? Ja, das ist mit garteneigenen Äpfeln, Zwiebeln, Tomaten, Sojasauce, also Tamari, Leinsamen und ein paar Gewürze. Okay, hier ist irgendwas mit vielen Sprossen. Ja, nee, das ist bloß die Deko. Also ach, Sellerie, Deko. Fenchel, Apfelbirne, Sonnenblumenkerne. Zitrone, so ein Dressing. Und das sind Kürbis, Möhre, Kürbiskernöl, Olivenöl und viel Ingwer. Ist scharf. Okay, Christian. Rohkostbrot. Leinsamen, Basilikum, Sonnenblumenkerne und die geheime Zutat war. Hab ich vergessen, da war noch eine vierte Zutat. Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Basilikum. Und die geheime Geheimzutat. Die jetzt geheim bleibt.
Ja, leider, es tut mir leid. Aber ich glaube, in meinem Buch habe ich sie erwähnt. Aha. Locus for Locus Volume 2. Da weiß ich es nicht. Aber ich weiß nicht, aber es schmeckt episch. Okay, da bin ich mal dann gespannt. Hier ist ein Salat mit Grünkohl. Also Grünkohl, rote Beete, Wurzelpetersilie, Zedernflocken und eine Soße aus Pilzen mit Leinsamen, Knoblauch ein bisschen. Jo. Super, dann haben wir hier Scirocco Carotti mit gekeimten Mungbohnen, Möhren, Frühlingszwiebeln und einer Soße aus Hanfsamen, Kokosmus, Knoblauch, Curry, bisschen Salzsole. Und das sind panierte Zwiebelringe, einfach nur Zwiebeln mit Leinsamen und Paprikapulver. Und die Zwiebeln werden noch in Salzsole und Zitronensaft eingelegt vorher. Jetzt geht's hier süß weiter. Naja. Wo fangen wir denn mal an? Hier. Ein ganz toller Rohkoststollen. Ja, genau, es ist ein Rohkoststollen. Der Teig ist aus Mandelreste, aus gekeimten Buchweizen, aus Erdmandelmehl. Das ist halt so die Basis. Also Bananen sind auch noch drin und winterliche Gewürze. Und der besteht auch aus selbstgemachten Marzipan. Sieht auf alle Fälle interessant aus und das ist alles so in Rohkost möglich. Interessant. Was ist denn das hier Leckeres? Das sieht so wie gekauft aus. Ja, von meiner lieben Freundin. Besser kriege ich den Kuchen nicht her. Okay. Für mich the best of all vegan cake. Okay. Einfach mal überraschen lassen. Auf alle Fälle. Das finde ich dann nochmal. Ja, dann darf ich nicht haben. Was ist drin? Überraschung. Okay. Ja, ich würde sagen, hier ist eh keine allergische Reaktion auf irgendwas. Oder? Ja. Okay. Das sind Spitzbuben, rohvegane Spitzbuben. Dann haben wir hier Äpfel, dann noch Apfelstrudel, den werde ich dann noch anschneiden. Und hier gibt es wieder eine fantastische Torte mit Blüten, Kornblüten. Ja, genau, also das ist mit garteneigenen Äpfeln, Maulbeeren, meiner hauseigenen Lebkuchengewürzmischung. Dann der Boden ist aus Kokosraspeln, Sesam, Mandeln, Jakonsirup und mit Lebkuchengewürz. Und die Füllung ist aus Kokos, Maulbeeren, Äpfeln, Datteln und Limettensaft. Hier gibt es auch noch was. Sieht aus wie was Schokoladiges. Genau, das sind Brownies oder Brownies. Also Rohkost-Brownies mit Spekulatius-Gewürz, auch selber gemacht. Äpfeln, Datteln, Kakaopulver, Kokosraspeln, Limettensaft, Pistazien, Mesquite und ein bisschen Tonkabohnen und noch so Zimt. Wird das hier auffallen? Das hat leider ein Transport nicht überlebt. Das waren meine Rohmino-Steine. Ach, sowas wie, okay, ja, wie Domino-Steine. Also die sehen aber schön saftig aus. Ja, sind sie auch. Also die waren eigentlich aus mehreren Schichten. Die erste Schicht war so ein Lebensmittelteig mit Mandeln, Pistazien, Mesquit, Limettensaft und Limettenabrieb, halt Lebkuchengewürz, gesüßt mit Jakonsirup. Dann die zweite Schicht, das war mit Johannisbeeren. Datteln und Flohsamenschalen, so eine rohvegane Marmelade. Die dritte Schicht war Marzipan, also mein Marzipanrezept in Rohkostqualität mit Mandelmus, Flohsamen, Datteln, Aprikosenkernen, Tonkabohne und die dritte Schicht ist halt so eine Glasur aus Kakaobutter, Jakonsirup und Kakaopulver. Oh Fanny, da hast du dich ja selbst übertroffen und ich weiß, wie aufwendig Dominosteine sind. Ja. Rohkost-Dominosteine, das habe ich zweimal gemacht und die sind so mega aufwendig, aber auch sehr lecker. Ja, ich fand es sogar nicht so aufwendig. Das Problem ist halt leider, wie gesagt, sie haben Transport nicht überlebt. Eigentlich, also ich habe ein Foto, wie sie mal ausgesehen haben. Das kann ich ja dann einblenden, schickst du mir. Das blende ich dann mal ein. Genau. So, Fanny, das ist auch von dir hier, ne? Das was war's. Hast du jetzt hier? Ah ja, das genau, das sind die Haselnussprinzen. Also es ist quasi so angelehnt an die Aachener Prinzen von früher. Aber das halt auch in veganer Rohkostqualität, genau, mit Kokosraspeln, Haselnüssen, Datteln, Tonkabohnen, mein Spekulatiusgewürz, Karot, Mesquit und Bananen. Und ist das hier das gleiche? Nee, das ist Spekulatius, also das ist Spekulatius in rohvegan. Das ist so ähnlich, also ist auch wieder so mit Äpfeln und so, warte mal, genau. Nee, Äpfel nicht, Quatsch, Bananen, Spekulatiusgewürz, genau, Mandeln, Kokosraspeln, Datteln, schmeckt aber ein bisschen anders. Und ist auch von der Konsistenz her anders. Genau. Und das, Fanny, war auch deine? Genau, das sind rohvegane Butterplätzchen, in Anführungszeichen. Also okay. Das ist mit Kokosraspeln, Paranüssen, da kriegst du halt den Buttergeschmack, dann hier von Pura das Bob-Ei, beziehungsweise Algetrink ist damit verarbeitet. Also die goldene Chlorella, eine Tonkabohne, Bananen, genau, Limette, Datteln. Ja. Fanny fährt hier voll auf. Vielen Dank. Das ist auch mit Fannys Lebkuchengewürz gemacht. Und dann
sind Wildkirschen aus Wildsammlungen von Kleinbauern aus Usbekistan. dann dasselbe Wildsammlung aus Usbekistan von Granatäpfeln drin. Und dann sind Datteln drin, dann ist Zitronenabrieb drin, dann ist eine geheime Geheimzutat. Also auf jeden Fall, was noch drin ist, was ein bisschen der Abtörner ist, also ein Vollkornablat. Ach ja, Vollkorn-Dinkelmehl ist drin, allerdings nur gedörrt und nicht gemacht. Und ja, was der Abtörner ist, Orangenat. ich wollte eigentlich Bio-Zitronen, Bio-Abrieb von Orangen hatte ich nicht gehabt. Und als Bäckersohn ist Orangenat drin. Also das ist halt, ist zwar vegan, aber es ist Orangenschale mit Zucker letztlich. Ansonsten ist es zuckerfrei. Also nur das Orangenat. Da sind nämlich so viele drin. Auch sonst hochwertige geile Zutaten, aber das Orangenat hat irgendwie seinen Weg da reingefunden. Die sehen aber auf alle Fälle lecker aus. Die sind mega lecker. Also die toppen alles. Oh. Wirklich, die toppen alles. Hast du aber die Messlatte hochgesetzt? Die ist wirklich, also die toppen alles. Das ist perfekt abgestimmt, das ist. Das ist hier Schokolade aus Kakaomasse, Kakaopulver, Kakaopulver, Karapulver, Dattelsirup und Pfefferminzöl. Ein Tropfen, so ein bisschen wie so eine spezielle. Ja, genau. Hier ist auch noch eine Schokolade aus den gleichen Basiszutaten, aber mit dem Thieves, kennst du das von dem Thieves, das Rosmarin, Zimt, Eukalyptus, schmeckt so ein bisschen weihnachtlich. Dann, das sind Cashewbällchen aus Cashewnüssen mit Jute-Datteln und Vanillepulver. Das sind die rohveganen Lebkuchen, die ich jetzt schon seit Jahren mache und jetzt auch wieder gewünscht wurden, aus Roggensprossen, Möhrentrester, Datteln, Lebkuchenwurz, Kakao, Kokosmehl, also aus ganz wenigen Zutaten. Hier ist noch ein bisschen Schokoknusper aus Mandeln, angekeimten Buchweizen, die getrocknet wurden, Hanfsamen und dann einfach auch so eine Kakaomasse. Hier ist noch ein bisschen Rohkoststollen, den wir schon hatten. Ach ja, hier selbstgemachte Mandelmilch, die sehr vollmundig und aromatisch ist, wenn man sie mit dem Angel Chooser herstellt. Das Beste, was ich je rohköstlich gegessen habe. Diese Pizza ist wirklich so vollmundig, saftig, körnig und alles so perfekt in Kombination, dass ich wirklich, ich glaube tatsächlich, das ist das allerbeste, was ich je rohköstlich zu mir genommen habe. Diese eine Pizza aber an genau diesen Abend. Ob das nochmal sein wird, weiß ich nicht, aber an diesem Abend war es definitiv aus meinem Bewusstsein her die beste rohvegane Pizza oder generell das beste rohvegane, was ich jemals gegessen habe. Danke für diesen epischen Moment. Ihr habt ja die ganzen rohköstlichen Leckereien gesehen und viele davon haben nicht so viel mit der schleimfreien bzw. schleimarmen Heilkost zu tun. Schleimfreie, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret ist ja auch ein wichtiges Thema hier auf meinem Kanal. Dazu kommen ja auch regelmäßig Videobeiträge. Ich handhabe es meistens so, wenn es so gemeinschaftliche Treffen, Potlucks gibt, hier bei mir zu Hause, dann esse ich ganz normal mit, probiere von verschiedenen Speisen, auch wenn diese nicht schleimfrei oder schleimarm sind. Und dann geht es am nächsten Tag für mich schleimfrei oder schleimarm weiter. Also ich bin da auch nicht zu dogmatisch und lehne bestimmte Speisen ab, nur weil sie einer gewissen Ernährungsform nicht 100% entsprechen. Also da ist mir auch der Genuss und das Gemeinschaftliche mit Freunden sehr wichtig, sodass ich an diesem einen Tag dann meine Vorlieben einfach auch mal ausblende. Zum Schluss möchte ich euch noch kurz von einer Fernausbildung erzählen, die etwas mit Rohkost zu tun hat und die ich euch sehr ans Herz legen möchte, falls ihr für das neue Jahr eine Veränderung anstrebt oder euch bezüglich Rohkost weiterbilden möchtet. Ich möchte euch zum Schluss kurz eine Fernausbildung zum Ernährungsberater vorstellen. Der Schwerpunkt liegt auf rohvegane Ernährung. Diese Ausbildung ist staatlich zugelassen und es kann auch ein ärztlich geprüftes Zertifikat erworben werden. Diese ganzheitlich orientierte Ausbildung von Deine Ernährung ist die erste zertifizierte Ernährungsberater-Fernausbildung mit dem Schwerpunkt der rohveganen Ernährung.
Ulrike und Jürgen Eder haben diese Fernausbildung ins Leben gerufen. Ich kenne die beiden seit 2 Jahren persönlich. Das sind für mich absolute Herzensmenschen, die sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt haben. Sie haben eine Essenz herausgearbeitet, die tiefgreifende Gesundheit bis ins hohe Alter ermöglichen kann. Und sie freuen sich, Ernährungsberater ausbilden zu können, die bestmöglichst gerüstet sind, gesundheitsorientierte Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen optimal zu unterstützen. Als ich mich noch von veganer Kochkost ernährt habe, gab es zu Weihnachten immer veganisierte, traditionelle Weihnachtsgerichte. Also ich habe den Kartoffelsalat veganisiert, es gab veganen Braten und so weiter und so fort. Seitdem ich mich von Rohkost ernähre, sieht es bei mir zu Weihnachten viel schlichter auf meinem Teller aus. Auch dieses Jahr wird es sehr einfach bei mir aussehen auf meinem rohköstlichen Teller. Es gibt reife Früchte, grünes Blattgemüse. Also ich esse auch an Feiertagen. Ich esse immer, eigentlich immer gern grün. Nicht, weil ich denke, das muss so sein, weil es gesund ist, sondern weil mir grüne Lebensmittel einfach schmecken. Und deswegen möchte ich das auch zu Weihnachten auf meinem Teller nicht vermissen. Eventuell gibt es noch ein bisschen Avocado oder Dressing, also irgendwas Aufwendigeres, was dann auch nicht schleimfrei sein muss. Und ich werde auch dieses weihnachtliche Mahl genießen. Es ist ja so, der Geschmack steckt nicht in Lebensmitteln, sondern ist eine Reaktion des Gehirns. Und diese Reaktion ist veränderbar. Das heißt, ich kann genauso einen Genuss empfinden, wenn ich meine reifen Früchte und meinen Salat esse, wie jemand, der einfach ein traditionelles Weihnachtsgericht mit tierischen Produkten oder sehr fettlastig isst, kann dann genauso Genuss empfinden wie derjenige, der eher traditionell isst, weil eben der Genuss und das Geschmacksempfinden veränderbar ist. Das war's von mir. Ich freue mich über eure Meinungen, Gedanken zu diesem Video. Wie werdet ihr zu Weihnachten essen? Eher traditionell? Werdet ihr etwas veganisieren oder werdet ihr ganz schlicht essen? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit, ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest mit euren Lieben. Bis ganz bald, eure Silke.